Es geht los. Ich heiße alle Teilnehmer herzlich willkommen auf den Spuren der Autoimmunerkrankung. Heute geht es um rätselhafte Beschwerden, versteckte seltene Erkrankungen wie EGPA und HES, die uns heute erklärt werden. Denn gerade auch die seltenen Erkrankungen verdienen solche Veranstaltungen wie heute Abend, um einfach mehr aufzuklären. Mein Name ist Tanja Renner und ich bin die Gründerin des Netzwerks für Autoimmunerkrankte. Und NIC e.V. als Initiative ist entstanden eigentlich aus meiner eigenen Erkrankung und meiner eigenen Erfahrung, die ich machen musste. Ich habe vor über 20 Jahren die Diagnose Psoriasis-Arthritis erhalten und ich muss schon sagen, dass es mein Leben sehr stark beeinflusst hat, aber in die eine positive, in die andere negative Richtung. Aber am Ende ist was Tolles daraus gekommen und das ist NIC e.V. NIC e.V. hat es möglich gemacht, ihn heute solche Veranstaltungen zu ermöglichen und sie zu begleiten, ihnen zu helfen, schneller Informationen zu finden. Und all das, was mir damals fehlte, steckt in NIC e.V. drin. Und ich hoffe, dass es Ihnen wirklich auch viel an die Hand geben kann. Und nun möchte ich aber gerne zu den Gästen des heutigen Abends kommen. Ich freue mich sehr, dass wir heute Vanessa Rennspies dabei haben. Vanessa Rennspies ist selber Patientin mit einer EGPA und möchte heute Abend ganz offen und authentisch darüber berichten, wie es ihr ging, wie der Verlauf war, aber auch ihre Fragen beantworten, die Sie haben und die Sie, Frau Rennspies, vielleicht stellen heute Abend. Und dann haben wir die Referenten des heutigen Abends. Zum einen haben wir Herrn Professor Bergner, der ist Facharzt für Innere Medizin, Nephrologe, Rheumatologe und ist am Klinikum in Ludwigshafen tätig. Dann haben wir Herrn Dr. Philipp Bremer, der Facharzt für Innere Medizin ist, der Rheumatologe ist, Gastroenterologe ist und Immunologe hier im Immunologikum in Hamburg. Und ich freue mich sehr, dass Sie heute alle dabei sind. Sie haben die Möglichkeit, Ihre Fragen heute in den Chat zu stellen. Und ich hoffe, dass auch heute alle Fragen beantwortet werden können. Die Veranstaltung geht bis 20 Uhr. Und nun möchte ich gar nicht so viel Zeit verlieren und würde gerne direkt an Frau Rennspies meine Frage richten. Frau Rennspies, erst noch einmal schön, dass Sie heute dabei sind und dass Sie heute so offen cora publicum über Ihre Erkrankung sprechen möchten und auch vor allen Dingen helfen möchten und aufklären möchten. Und dazu dient es natürlich erstmal zu wissen überhaupt, Frau Rennspies, welche Symptome bei Ihnen denn überhaupt am Anfang da waren und wie lange haben Sie Symptome und wie lange liegt auch die Diagnose zurück? Mögen Sie vielleicht einmal darüber berichten? Ja, guten Abend. Bei mir war das so, dass ich nach der Geburt meiner Tochter meine Finger sind im Prinzip immer abgestorben, die blieben ganz weiß. Ich habe das nicht so richtig verstanden, war dann beim Hausarzt, der hat versucht, das so ein bisschen aufzuklären. Das war auch ein bisschen schwierig, dann wurde mein Blut ein bisschen mehr untersucht und dann ging es schon in die Richtung, dass ich ein Kress-Syndrom entwickelt habe. Und das mit der EGPA kam erst 2017 dazu, also als meine Tochter, oder die wird jetzt 27, da war das, ja, also einige Symptome sind zwischendurch hinzugekommen, dass ich immer öfter an Heuschnupfen erlitt und auch ein Asthma entwickelt habe. Meine Nase, ich hatte ganz spontan oft Nebenhöhlenentzündungen, die sind von einem Tag auf den anderen gekommen und es haben sich auch so kleine Knubbel in der Haut gebildet. Und da wurde noch mal ein bisschen verstärkt drauf geschaut, weil ich auch immer schlechter Luft bekommen habe. Und bei einem Lungen-CT wurde dann festgestellt, dass ich schon Milchglasinfiltrate in der Lunge hatte. Und in dem gleichen Atemzug hat man dann entschieden, dass ich eine Biopsie aus der Nase genommen bekommen habe. Und die hat das dann im Prinzip bestätigt, dass ich eine EGPA hatte. Man konnte aber auch anhand meiner Blutwerte über die Jahre hinweg sehen, dass sich die Eosinophilen immer ein bisschen gesteigert hatten. Das ist aber zuerst gar nicht so ins Auge gefallen. Wenn ich da vielleicht nochmal einsteigen darf, das klingt jetzt ja alles fast so
Ja, das haben sie so mitgemacht und dann sind sie zur Diagnose gekommen und dann wussten sie, was sie haben. War da nicht ganz viel Unsicherheit auch im Laufe des ganzen Verlaufs, dass sie gar nicht wussten, so wo gehe ich überhaupt hin, wem schildere ich meine Symptome, wie kann ich die überhaupt greifen? Also wie war das denn so am Anfang? Weil ich glaube ja, dass ganz viele am Anfang überhaupt nicht wissen, was mache ich jetzt? Also ich merke, dass das irgendetwas anders ist. Ich merke, dass etwas nicht stimmt. Aber wie teile ich mich damit und was mache ich dann? Also aufgrund dieser, also meine Grunderkrankung, sage ich mal, das Kress-Syndrom wurde dann als systemische Sklerose eingegliedert. Und dann war ich schon mal zur. Einmal erklären vielleicht ganz kurz, weil ich weiß nicht, ob allen klar ist, was das Kress-Syndrom ist. Das Kress-Syndrom, diese Buchstaben stehen für verschiedene Symptome. Also C bedeutet Calcinosis cutis. Das heißt, es ist die Verhärtung auch der Haut. Dann das R ist das Renault-Syndrom, also dass die Finger absterben, ganz weiß werden, schmerzhaft sind und sich auch Stellen auf den Fingern bilden. Dann haben wir noch das S, das war für Sklerodämie, und das T waren, glaube ich, Teleaktinsin. Das sind diese kleinen Punkte, die sich bei mir in der Haut gebildet haben, also kleine Gefäße, die so sich geöffnet haben. Und das wurde also nach und nach immer mehr dazu, oder ich habe es auch selber gesehen, dass es ja immer irgendwie was dazu kam, aber letztendlich wurde es dann ja, als progressive systemische Sklerose diagnostiziert. Okay. Und wie viele Jahre sind das gewesen? Also bestimmt 10 Jahre, also mindestens 10 Jahre. Also bis diese systemische Sklerose diagnostiziert worden ist, kann auch noch ein bisschen länger gewesen sein. Wahnsinn. Das ist also 10 Jahre ist wirklich eine lange Zeit. Wie ging es Ihnen denn dabei? Ja, das war immer sehr, ich hatte immer ein sehr unsicheres Gefühl. Ich war auch immer so ein bisschen ängstlich davor, ob da jetzt noch was Neues kommt. Manchmal hatte ich auch das Gefühl, jetzt geht's wieder und ich fühle mich auch fit. Aber es gehört auch dazu, dass zu dieser Krankheit gehört leider auch dazu, dass man sehr erschöpft ist und sehr schnell, ja, sag mal, ähnlich wie dieses Fatigue, dass man wirklich müde ist, ausgebrannt. Und das hatte ich auch und konnte mir das eben manchmal auch nicht so richtig erklären. Und jetzt im Nachhinein weiß ich, dass ich das eben auch schon länger hatte. Also viele Sachen, die bis dahin gar nicht so in dieser Diagnose waren, hatte ich schon, habe ich aber erst im Nachhinein verstanden. Ja, das ist, glaube ich, dass im Nachhinein wird einem so vieles bewusst und vielleicht können wir da auch heute Abend von Ihnen noch viel erfahren. Auf der anderen Seite haben Sie ja auch ganz nett und offen Ihre Mutmachgeschichte geschrieben für unsere Community, die auch auf unserer Seite zu lesen ist. Aber ich glaube, heute Abend im Laufe des Abends werden wir noch einiges erfahren. Herr Dr. Wagner, nun ist natürlich die Frage, die sich viele stellen, und ich hoffe, dass Sie die beantworten können. Wie sieht denn der unerkannte EGPA bzw. HES-Patient aus? Was sind die Symptome? Worauf soll ich achten? Und was erlebt auch so ein Patient? Ja, ich glaube, man muss so zwischen zwei Verläufen unterscheiden. Es gibt so die eher schleichenden chronischen Verläufe, wie sie die Frau Rennspies auch schildert. Das sind eben Patienten, die mitunter sehr lange, ja, oft von Arzt zu Arzt irren, bis sie irgendjemanden finden, ja, der einfach die richtige Idee hat, und der dann auch die richtigen Werte abnimmt. Und es gibt Patienten, die mit einem sehr fulminanten Krankheitsbild meist akut in der Klinik aufschlagen, eben mit akut Luftnot, mit Organversagen bestimmter Organe, sei es das Herz, sei es die Nieren. Da kommt man natürlich meist wesentlich schneller auf den Trichter, weil man da in der Klinik natürlich unter einem wahnsinnigen Zeitdruck steht, diese Diagnose schnell zu stellen, weil es da durchaus auch mal ums Überleben der Patienten gehen kann, nicht muss. Also von daher, glaube ich, muss man das so ein bisschen unterscheiden. Wir sehen natürlich in der Klinik tendenziell eher diese akuten Formen, bekommen allerdings auch gerade bei uns hier über unsere Ambulanz von niedergelassenen Kollegen, insbesondere von Lungenfachärzten, oft eben auch Patienten zugewiesen,
bei denen es sich so ein chronisch schleichender Verlauf einstellt und die dann eben irgendwann auch über diese Blutbildveränderungen stolpern, die auch über diese Symptome, die Sie geschildert haben, Frau Rentschwies, also diese Nasennebenhöhlenentzündung zusammen mit dem Asthma und diesen Blutbildveränderungen stolpern und dann eben nachfragen, sagen, Mensch, könnte das nicht vielleicht doch mehr sein wie nur ein Asthma? Könnte das nicht vielleicht eine EGPA sein? Und ich glaube, ich versuche jetzt mal, ich hoffe, dass das klappt. Ich weiß nicht, sieht man diese Folie? Wunderbar. Also diese Folie zeigt so ein bisschen, in welchen Organen man diese Erkrankung, diese EGPA überall wiederfindet. Und Sie sehen, das ist also ganz unterschiedlich. Die Lunge steht sicherlich ganz im Zentrum der Erkrankung, weil der Nachweis eines Asthmas letztendlich eine der Kernkriterien ist. Also ein Asthma muss eigentlich nahezu zwingend vorhanden sein. Aber wir finden die Erkrankung eben auch am Herz wieder, bei letztendlich unklaren Herzmuskelentzündungen. Wir finden sie in der Niere wieder, auch da manchmal nur über eine Nierenbiopsie durch Zufall gefunden. Wir finden Hautveränderungen, das sind hier so Beispiele, wie das aussieht. Wir finden sie im Darm wieder, wir finden sie im Gehirn wieder. Ja, das sind jetzt so die wichtigsten Organe. Und die Erkrankung ist letztendlich, wir sagen mit Fachausdruck, eine Vaskulitis, also eine Entzündung der kleinen Gefäße. Und da man eben kleine Gefäße nahezu überall im Körper hat, können eben auch nahezu alle Organe betroffen sein. Und für die Diagnosestellung ist auch eine der Voraussetzungen, dass man an irgendeinem Organ eben diese Entzündung der kleinen Gefäße nachweist. Und ich gehe mal von aus, Frau Rentschwies sagte vorhin über die Biopsie in der Nase, sei das bei ihr festgestellt worden, dass man eben da in der Nasenschleimhaut eben diese Vaskulitis gefunden hat. Und damit hat man letztendlich ein weiteres Kernkriterium erfasst. Ja, und wenn man dann eben sieht, so eine Kleingefäßvaskulitis und eine Lungenbeteiligung, ein Asthma, ja, dann kommt jemand, der diese Erkrankung kennt, eigentlich schon sehr, sehr rasch auf die Idee, dass das eine EGPA sein könnte. Man muss ja sagen, in den meisten Fällen, wenn das jetzt nicht akut im Krankenhaus ist, ist das auch häufig wie so ein Puzzlespiel, dass, wie auch Frau Rentschbies gesagt hat, viele Patienten haben mehrere Jahre Symptome und letztendlich ist es dann doch Aufgabe des Arztes und unter Zuhilfe des Patienten tatsächlich diese ganze Geschichte einmal aufzuarbeiten und nicht selten kommen dann die einzelnen Puzzlestücke schon zusammen, sodass man nicht selten auch schon vorher schon vielleicht, wenn man alle Puzzlestücke zusammengenommen hätte, auf diese Diagnose halt schon kommt. Letztendlich muss man nicht immer eine Biopsie machen. Es gibt auch, ich sag mal, klinische Zeichen, die sicher oder ziemlich sicher auf eine Vaskulitis hinweisen. Aber wie Herr Professor Bergner schon gesagt hat, das ist eine Gefäßentzündung und die muss bei der EGPA eben nachgewiesen werden, um überhaupt diese Diagnose stellen zu können. Und fast immer haben Patienten Asthma. Also es ist eine Rarität, dass ein Patient mit der EGPA kein Asthma hat. Fast immer gibt es eine HNO-Beteiligung, dass die Patienten sagen, sie haben ständig Nasennebenhöhlenentzündung, wie das bei Ihnen auch so war. Und das sind zwar eher die milderen Symptome, aber das ist etwas, was für die Patienten sozusagen lange Zeit im Vordergrund steht und dann kommen dann nicht selten noch andere Organe dazu, die dann teilweise auch etwas gefährlichere Entzündungen machen können. Aber es ist Also ja auf jeden Fall ganz sollte. hilfreich, Entschuldigung, ganz hilfreich zu hören, wie sich dieses Puzzle zusammensetzt. Weil wenn man jetzt als Patient das hört, ne, mit der Nasennebenhöhlenentzündung, haben ja auch viele andere so. Wo finde ich den Ansatz? Ne? So, wenn ich jetzt nur die Nasennebenhöhlenentzündung habe, gehe ich ja dem nicht weiter auf die Spur und suche weiter. Aber wenn man das jetzt heute Abend so hört, setzt es ja doch vieles zusammen und vereinfacht es dann vielleicht auch einfach mal beim HNO-Arzt nachzufragen und dem Ganzen vielleicht auf die Sprünge zu helfen. Ne? Genau, ich glaube, das ist wichtig. Also ein einzelnes Symptom sollte einen jetzt nicht dazu veranlassen, zu glauben, man hat eine EGPA. Aber es sind die Puzzlestücke. Also wenn dann doch mehrere Sachen dazukommen,
dann ist das etwas suggestiv. Sicherlich eine Nasennebenhöhlenentzündung kann man haben und das ist in den allermeisten Fällen absolut kein Hinweis für eine Gefäßentzündung. Aber wenn das immer wieder kommt und dann andere Symptome kommen, dann ist das eben etwas, was einen dazu animieren soll, daran zu denken zumindest. Ich wollte Sie nicht unterbrechen, Frau Rennspieß. Sie wollten gerade noch was sagen. Ja, also ich wollte nur sagen, dass ist meine erste Diagnose ja auch schon ein bisschen länger her. Also die Medizin war, glaube ich, da auch noch ein bisschen weiter weg. Es war auch ein langer Weg über viele, viele Ärzte. Also ich musste wirklich, der Hausarzt hat mich eigentlich immer nur weiter überwiesen, weil er nicht wusste, was kann es jetzt direkt sein? Jetzt hat sie wieder das, jetzt muss sie nochmal dahin. Und auch der Lungenfacharzt war da, er hat gesagt, ich soll lieber nochmal zum Rheumatologen gehen. Dann wurde das gefunden. Also dieser Weg ist auch sehr schwer und kann ich auch jetzt im Nachhinein wieder nachvollziehen, weil es eben auch eine seltene Erkrankung ist. Aber es gibt ja Kleinstadt und Großstadt ist auch immer noch mal ein Unterschied, denke ich, von den Ärzten her oder von den Rheumatologen her. Und deswegen, also das ist schon ein bisschen schwierig, auch einen Arzt, den richtigen Arzt gleich zu finden, weil ich habe zu der Zeit habe ich nicht gedacht, als ich nun ständig diese Nebenhöhlenentzündung habe, dass ich jetzt noch eine weitere rheumatische Erkrankung habe. Was ja auch eher selten ist. Sie haben ja Ja. zwei sehr seltene Angelegenheiten, tatsächlich, was Ja. die Diagnosefindung auch noch schwerer macht. Das muss man ja Ja. klar sagen. Es sind ja zwei völlig unterschiedliche Erkrankungen, was ja nicht Standard ist. Das muss man ja sagen. Ja. Gibt hier, glaube ich, noch einen ganz wichtigen Parameter, der bisher noch gar nicht so zur Sprache kam. Und das ist, wenn man sich dieses Kürzel anguckt, EGPA, das ist ja letztendlich nur eine Abkürzung, weil der eigentliche Name der Erkrankung ein wahrer Zungenbrecher ist, nämlich eosinophile Granulomatose mit Polyangiitis. Ja, wenn man das mehrfach hintereinander schnell sagen muss, hat man einen Knoten in der Zunge. Aber dieses E, diese Eosinophilie, das ist einer der ganz wichtigen Schlüsselparameter. Eine Eosinophilie ist eine Vermehrung einer Untergruppe der weißen Blutkörperchen, der sogenannten Eosinophilen, die eine wichtige Rolle spielen, unter anderem im Rahmen der Allergie, aber auch zum Beispiel im Rahmen der Abwehr von Wurmerkrankungen. Und wenn wir eben sehen, dass im Blutbild diese Eosinophilen sehr, sehr hoch sind und in den formalen Kriterien steht größer 1000, aber nach meiner Erfahrung haben die meisten Patienten doch wesentlich höhere Werte, die also im Bereich 3, 4, 5000 und noch höher liegen, dann ist das so ein Schlüsselparameter, der einen zumindest mal aufhorchen lassen sollte. Und ich sehe immer wieder Patienten, die tatsächlich, wenn man sie nach Asthma fragt, zunächst mal sagen, nein, Asthma ist gar nicht bekannt. Aber wenn man dann doch genauer hinguckt, wenn man die Patienten zur Lungenfunktionsdiagnostik schickt und dann sieht man sehr schnell, dass da eben doch ein Asthma irgendwo im Hintergrund steckt, was aber klinisch jetzt die Patienten noch gar nicht groß beeinträchtigt hat. Also da stehen dann andere Symptome manchmal im Vordergrund. Aber wie gesagt, ganz wichtig ist diese ausgeprägte Eosinophilie. Und das Schlimme ist, dass diese Eosinophilie oder gute, je nachdem, wie man sieht, wahnsinnig empfindlich auf Cortison anspricht. Da reichen sehr geringe Mengen Cortison und die Eosinophilie ist verschwunden. Und das Schlimmste für uns ist, wenn Patienten im Vorfeld einfach mal so, ohne dass eine Diagnose bekannt ist, locker flockig von irgendjemandem 20, 30 Milligramm Cortison verschrieben bekommen haben, der sagt, na, gucken wir halt mal, ob es wirkt. Ja, es wirkt, aber wir finden danach die Eosinophilie nicht wieder. Und das ist halt einer der Schlüsselparameter und danach tappen wir eigentlich nur noch im Nebel. Also von daher ist ganz, ganz wichtig, dass wir die Patienten sehen, bevor sie in irgendeiner Form Cortison bekommen, weil danach wird es extrem schwierig für uns, diese Diagnose noch wiederzufinden. Wobei man natürlich die behandelnden Kollegen durchaus verstehen kann, wenn die Patienten halt kommen, Beschwerden haben. Das ist völlig richtig. Und das ist genau das, was man dann ja macht als Rheumatologe, die ganzen Vorbefunde durcharbeiten und dann wird halt nach diesen Eosinophilen gesucht und dann steigen die, dann fallen sie wieder und dann kommt nicht selten raus, da habe ich ein bisschen Cortison bekommen, da ging es mir auch viel besser.
Das ist richtig. Aber natürlich kann ich die Kollegen verstehen, das sind ja nicht selten auch die Lungenfachärzte oder auch die Hausärzte, weil es hilft natürlich doch hervorragend. Aber völlig richtig, das Cortison hilft bei der Erkrankung, ist aber ein Medikament, was natürlich die Diagnosefindung nicht unbedingt verbessert. Ja, das macht es noch sehr viel schwieriger Wir alles. wollen natürlich langfristig, geben wir bei der Erkrankung auch wie bei fast allen rheumatologischen Erkrankungen jetzt eher ungern Cortison, zumindest in höheren Mengen. Ich glaube auch, diese ganze Kortisongabe ist ja mittlerweile auch Ziel der Fachärzte, das so weit wie möglich runterzuholen. Und die Therapiemöglichkeiten, die es heutzutage gibt, sprechen ja immer mehr dafür, dass das Cortison in der Form so gar nicht mehr sein muss. Aber in dieser ganzen Diagnosefindung ist es natürlich tricky, ne? Das ist natürlich ganz klar. Da liegt es nicht in der Hand eines Arztes, die Verabreichung des Cortisons, sondern da sind halt noch ganz viele andere mit dabei. Und das macht es natürlich dann noch sehr viel schwieriger. Wenn ich nun die Diagnose habe und es wurde diagnostiziert, und wie behandle ich das? Es gibt ja die Leitlinien. Wie würden Sie die erklären und wie würden Sie so den Umgang mit der Erkrankung erklären, wenn Sie das jetzt unserer Community hier versuchen, einmal rüberzubringen? Letztendlich ist, glaube ich, wichtig, es gibt nicht die Therapie für die EGPA, sondern letztendlich jeder Patient, gerade bei Erstdiagnose, sollte einmal im Prinzip jedes Organsystem einmal durchgecheckt bekommen. Letztendlich kann jedes Organ betroffen sein. Man kann einiges erfragen, man muss aber einiges aktiv untersuchen. Und dann hängt davon ab, welche Organsysteme sind betroffen. Wenn es eine lebensgefährliche Situation ist, wird man anders agieren, als wenn in Anführungsstrichen nur der HNO-Trakt betroffen ist. Und wenn es sich um eine lebens- oder organbedrohende Manifestation handelt, dann kommt man auch initial gar nicht ohne Cortison aus, tatsächlich. Weil das Cortison ist das Medikament, was immer noch am schnellsten wirkt von allen. Und dann wird man erstmal das Cortison geben. Und wird dann nachfolgend eine stärkere Substanz geben, die kortisonfrei ist, die dann mittelfristig wirkt. Und wenn die Erkrankung dann zur Ruhe gekommen ist, dann wird dafür prinzipiell, dann wird ein Medikament gegeben, was auch kortisonfrei ist, was dafür sorgt, dass die Erkrankung nicht wieder auflebt, sage ich mal. So wird das im Prinzip bei allen Kleingefäßvaskulitiden gehandhabt. Und wenn ein Patient primär keine organ- oder lebensbedrohliche Manifestation hat, dann kann man direkt ein Medikament geben, was auch kortisonfrei ist, was aber vielleicht etwas milder ist, als wenn ich natürlich eine lebensbedrohliche Manifestation habe. Wissen Sie, bei mir geht es so ein bisschen darum, wenn man sich so die ganze Patientenreise anschaut, sind es ja wirklich sehr viele Jahre, die man braucht, bis diese Diagnose gestellt wird. Und diese vielen Jahre treiben einen ja auch in die Verzweiflung. Und es geht den Betroffenen teilweise wirklich, wirklich schlecht. Und wir reden nicht über ein Jahr, über 2 Jahre, sondern ich weiß nicht, Herr Dr. Bertner, Herr Dr. Bremer, Sie haben da viel mehr Erfahrung als ich. Also ich kann es nur aus Betroffener oder Patientensicht sagen, aber es geht ja bis an die 10 Jahre zum Teil, oder? So, und wie fange ich diese Patienten auf? Darum geht es mir so ein bisschen heute auch. Dass man dann sagt, wenn ich es geschafft habe, zu dieser Diagnose zu kommen, dann geht es bergauf. Dann habe ich meine Spezialisten, die mich an die Hand nehmen und die können mir helfen. Das ist doch das, was wir eigentlich heute vermitteln können, oder? Absolut. Also klar, die Rheumatologen sind sicherlich hier eine Fachgruppe, die so im Mittelpunkt steht, was daran liegt, dass die Rheumatologen es meistens gelernt haben, Erkrankungen, die eben über viele Organe hinweggehen, zu behandeln, eben sogenannte Systemerkrankungen. Das ist eigentlich ja, einer der Schwerpunkte bei uns. Aber letztendlich gibt es auch durchaus andere Fachkollegen, also ein Pneumologe zum Beispiel, der eine EGPA gut behandeln kann, wenn er das Erkrankungsbild kennt, Erfahrung damit hat,
dann würde ich das auch einem Pneumologen durchaus zutrauen oder jemand, der einfach nur schwerpunktmäßig Immunologe ist oder, also ich glaube, das muss man jetzt nicht an einem Fachgebiet festmachen. Wie gesagt, die Rheumatologen stehen sicherlich im Mittelpunkt. Ja. Klar, man muss einfach ein Stück weit, sag ich mal, Glück haben, dass man irgendwann den Weg eines Kollegen kreuzt, der diese Erkrankung erkennt. Und es ist so, wie Herr Dr. Bremer es vorhin schon sagte, manchmal muss man gar nicht mehr viele Untersuchungen machen. Manchmal muss man nur bei Sichtung der schon vorhandenen Befunde diese Puzzlesteine zusammensetzen und kommt dann eben sehr schnell zum Ziel und kann sagen, ja, das Erkrankungsbild ist ganz klipp und klar und ja, man muss dann manchmal noch ergänzen, vielleicht das eine oder andere Organsystem untersuchen, aber die Diagnose, die steht oft dann sehr schnell, wenn die Patienten eben schon verschiedenste Ärzte besucht haben und diese ganzen Befunde mitbringen. Wenn die Diagnose steht, weil Sie jetzt sagten, dann kann man ja gleich loslegen und dann wird relativ schnell alles gut. Das wäre schön, wenn das natürlich immer so ist. Das ist auch nicht selten so. Aber letztendlich, wenn die Diagnose steht, es handelt sich ja leider um eine chronische Diagnose. Ich glaube, das wurde noch nicht so klar. Das ist ja eine Erkrankung, die wir nicht heilen. Das ist eine Erkrankung, die wir einstellen. Das ist ähnlich wie ein Bluthochdruck. Den müssen wir auch in den meisten Fällen einstellen und können wir nicht heilen. Heißt aber auch, wenn wir die Medikamente absetzen, kommt die Erkrankung wieder. Das muss nicht immer so sein. Das kann auch mal sein, dass man eine Therapiepause machen kann. Aber wir müssen auf jeden Fall immer mittelfristig denken. Und deswegen macht es sicherlich Sinn, initial genau zu sein, genau zu gucken, wo ist die Erkrankung, wie behandle ich das initial. Und teilweise gibt es die Situation, dass wir auch durchaus stärkere Medikamente geben, wie das Cyclophosphamid oder Rituximab, um die Erkrankung erstmal richtig einzubremsen. Und dann reden wir aber auch über Dinge, die wir dann erstmal über 3 Monate machen, zum Beispiel, um die Erkrankung einzubremsen. Und dann ist der Patient innerhalb von 3 Monaten auch häufig deutlich beschwerdegelindert. Und dann geht es eben darum, diesen Status zu halten oder halt auch noch zu verbessern. Aber es ist eben nicht so, dass wir sofort auf den Knopf drücken können und sagen können, so jetzt ist alles weg. Das geht nicht. Das Cortison kann das schon ganz gut. Allerdings muss man auch immer sagen, wir sind heute in der Rheumatologie. Ich hatte schon heute jemand gesagt, wir wollen so wenig wie möglich davon geben, tatsächlich. Als Notbremse dürfen wir so viel geben, wie wir wollen, in Anführungsstrichen. Aber langfristig wollen wir davon weg oder zumindest möglichst wenig geben? Man darf auch nicht frustriert sein, wenn es im Verlauf der Erkrankung immer wieder mal zu einem Schub kommt. Das ist nicht so ungewöhnlich, aber wir versuchen natürlich, die Häufigkeit und die Schwere dieser Schübe auf ein möglichst niedriges Maß zu drücken. Es gelingt aber längst nicht immer, praktisch jemanden komplett ohne Schübe zu halten. Und ich glaube, da müssen die Betroffenen auch ja eine gewisse Frustrationstoleranz mitbringen, um einfach mit dieser Erkrankung dann auch so umzugehen. Aber prinzipiell, also ich habe hier eben nebenbei so ein bisschen den Chat auch mitgeguckt, kam so die Frage, ob zum Beispiel jemand bestimmte Diät halten muss oder was auch immer. Im Prinzip sind wir bestrebt mit unserer Therapie, den Betroffenen ein so normales Leben wie möglich wiederzugeben. Das heißt, sie sollen keine Einschränkungen im Alltag haben. Sie dürfen Sport machen. Sie können sich ganz normal ernähren. Sie dürfen gerne auch mal ein Glas Wein oder ein Glas Bier trinken oder was auch immer. Also Ziel ist es einfach, einen möglichst normalen Alltag wiederherzustellen, eben unter Begleitung, unter Schutz der entsprechenden Medikamente. Frau Rentschwies, können Sie denn vielleicht auch mal erzählen, weil das ist ja mit den Schüben ganz interessant, wie merke ich einen Schub? Kann man das sagen? Ab wann kann ich reagieren, dass man vielleicht auch rechtzeitig seinen Arzt kontaktiert und vielleicht gar nicht zu lange wartet? Wie war das bei Ihnen? Also das kann ich gar nicht so sagen, dass ich das vorher gemerkt habe. Ich habe nur festgestellt, dass ich an meine Grenzen komme und dass ich auch erkenne, dass das dann wichtig ist, dass ich mich da rausnehme und dass ich dann auch zu Hause bleiben muss und mich dann ausruhe und auf andere Dinge konzentriere.
aber zum Beispiel nicht auf die Arbeit oder der Haushalt muss dann auch mal ein bisschen schleifen. Spüren tue ich das vorher nicht so sehr. Ich komme dann eher, ja, vielleicht so 1, 2 Tage vorher, aber auch das kann ich jetzt nicht so festmachen. Es ist ja auch immer mal was anderes. Das merke ich einfach, dass ich wirklich sehr erschöpft bin oder ich habe dann auf einmal wieder sehr viel Bauchschmerzen, weil auch mein Bauch so ein bisschen damit reinspielt und das, ja, dann geht es halt nicht mehr und dann muss ich raus, dann gehe ich zum Arzt. Aber dann ist es halt auch die Kunst, das erstmal überhaupt zu akzeptieren, Ja. anzunehmen, dass man sich halt auch die Zeit nimmt und nicht anderen wieder zeigen will, ich schaffe das trotzdem und es geht schon irgendwie. Und das ist ja bestimmt auch ein Prozess für Sie gewesen, um da hinzukommen. Auf Weil jeden Fall. ich glaube, ganz am Anfang schafft man sowas bestimmt nicht, dass man einfach sagt, okay, ich nehme mich jetzt zurück und das ist jetzt meine Zeit, weil ich merke, dass es mir schlecht geht. Wie war denn das für Sie so, dass man das halt überhaupt erstmal laut kommuniziert und sein Umfeld mit einbezieht und halt auch sagt, ich nehme diese Zeit jetzt? Haben Sie das sofort geschafft? Nein, habe ich nicht. Ich habe länger dafür gebraucht und naja, es kommen dann auch Kommentare wie, ja, was du wieder hast, du nimmst aber auch alles mit, immer wieder was Neues. Und dann habe ich auch mich versucht zu erklären, gesagt, ja, ich kann ja nichts dafür, das kommt dann und ich weiß auch nicht, was jetzt so richtig los ist. Und erst als diese gesicherte Diagnose da war, konnte ich auch eben so das ein oder andere nachvollziehen, habe aber lange vorher eben immer, das schaffe ich auch noch, ich gehe jetzt zur Arbeit, ich mache das noch. Ich hatte damals auch Sportgruppen und dann habe ich meine Sporteinheit noch gemacht. Auch das kriege ich noch hin. Ja, und 2 Tage später konnte ich dann doch nicht mehr. Also das hat wirklich gedauert, bis ich dann an dem Punkt war, wo ich gesagt habe, jetzt fällt es mir auch nicht immer so leicht, aber ich, ja, ich versuche das so anzunehmen. Ne? Ich Vielleicht glaube, das nochmal. ist ein ganz wichtiger Punkt, Herr Dr. Bremer, oder auch, das werden Sie ja von Ihrem Patienten bestimmt auch hören. So dieses, wie komme ich überhaupt mit der Diagnose klar? Wie kommuniziere ich das in meinem Umfeld? Und es macht ja halt auch sehr viel psychisch mit einem. Ja, das ist ohne Frage so. Und letztendlich ist natürlich die Diagnosestellung oder Nachdiagnosestellung immer so eine sehr vulnerable Zeit. Sie hatten jetzt gefragt, wie merken die Patienten Schub? Da muss ich sagen, ehrlich gesagt, die meisten Patienten merken das gar nicht, merken das eigentlich ganz gut, weil dass die Erkrankung sich unter Therapie nun ganz plötzlich ganz anders darstellt, ist ungewöhnlich. Normalerweise können die Patienten eigentlich sagen, nee, das ist so ein bisschen so wie am Anfang, nur vielleicht nicht so ausgeprägt. Und das können die Patienten eigentlich ganz gut halt schon feststellen. Und letztendlich versuchen wir die Patienten, die diese Diagnose haben, schon gut aufzuklären, was das für eine Diagnose ist, was diese Diagnose so prinzipiell machen kann. Wir versuchen da jetzt auch nicht immer Sorgen zu schüren, aber die Patienten sollen ja wissen, worauf sie achten müssen. Und wenn dann sowas kommt, dann muss man im Prinzip schauen, ob das im Rahmen der Erkrankung ist. Man kann auch eine IGPH haben und noch eine andere Erkrankung, die vielleicht andere Symptome macht. Das ist auch immer gefährlich, dass man alles der Erkrankung zuordnet. Aber prinzipiell sagen die meisten Patienten, wenn sie so einen Schub haben, es ist ähnlich wie das schon vor der Diagnose war, bloß nicht so ausgeprägt. Dass die Erkrankung sich völlig ausdehnt unter Therapie, sehen wir selten. Um nochmal auf Ihre Schilderung einzugehen, Frau Rentschbies, ich glaube, ganz wichtig ist, dass man am Anfang, wenn die Erkrankung diagnostiziert wird, nicht nur den Patienten, sondern auch die Familie mit ins Boot nimmt. Also wir führen in der Regel Aufklärungsgespräche möglichst im Beisein von Angehörigen, damit auch dort ein Verständnis dafür erfolgt, was für Einschränkungen aus dieser Erkrankung einhergehen oder gehen können. Weil den Betroffenen sieht man diese Erkrankung auf den ersten Blick gar nicht an. Ja, also ein Unbeteiligter guckt die an und sagt, was jammerst du denn? Ja, der Kopf ist dran, Füße sind dran, Hände sind dran, jetzt pient's nicht so. Und es sind trotzdem eben Erkrankungen, schwere Erkrankungen, die Leistungsfähigkeit, gerade auch im Schub, aber auch insgesamt, deutlich beeinträchtigen können. Und ich glaube, da muss auch gerade in der Familie ein Verständnis für
entstehen. Das kommt auch nicht von heute auf morgen. Aber wenn man die Familie in der Aufklärung mit ins Boot nimmt, dann kann man dafür schon ein gewisses Verständnis erzeugen. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Was ich vorhin sagen wollte, ist nicht, dass die Patienten das alles machen müssen. Nur unser Ziel ist es natürlich, mit einer Therapie ihnen ein so normales Leben wie möglich zurückzugeben. Das gelingt uns nicht vollständig und auch nicht immer, aber das ist zumindest die Latte, die wir uns erstmal legen und wo wir versuchen, möglichst nah dran zu kommen. Das ist ja auch das Wunderbare. Und ich bin tatsächlich auch so im Laufe dieser Jahre so dankbar dafür, dass wir halt auch so eine Community mittlerweile aufgebaut haben, digital und auch, ne, dass es Selbsthilfegruppen vor Ort gibt und man halt immer häufiger halt auch über seltene Erkrankungen spricht. Und ich sehe das bei uns vom Verlauf her, dass es den Menschen halt, und deswegen fragte ich auch gerade Frau Rennspies, wie es ihnen halt auch so damit ging, ne, das Umfeld mit einzubeziehen, etc., dass es halt den Menschen auch unheimlich viel bedeutet, sich untereinander austauschen zu können und zu sehen, ich bin nicht alleine, es gibt noch andere, die diese Erfahrung gemacht haben. Und gerade auch in dieser digitalen Welt ist es manchmal vielleicht auch ein bisschen einfacher, erstmal überhaupt über seine Sorgen, Nöte und Ängste zu sprechen, als wenn man direkt in einer Gruppe sitzt. Und auch mit diesen Mutmachgeschichten, also auch von Ihrer jetzt, Frau Rennspies, die Sie uns ermöglicht haben, können wir anderen halt zeigen, wie es einem geht und wie der Verlauf ist. Und letzten Endes ist es bei allen Autoimmunerkrankungen, wie Sie auch vorhin sagten, Herr Dr. Bremer, das ist eine chronische Erkrankung, die bleibt dein Leben lang, die müssen wir akzeptieren, die gehört dazu. Es ist aber bei allen der gleiche Weg. Zumindest ab dem Tag der Diagnosestellung, dass wir diese Erkrankung haben. Bei den einen dauert es länger, bis zur Diagnose zu kommen, bei den anderen weniger. Aber ab dem Moment muss ich mich damit auseinandersetzen. Und dann hilft es natürlich halt, mit anderen zu kommunizieren, sich Recherchen einzuholen. Und da gibt es halt auch wunderbare Seiten, auch zum Beispiel die Seite Leben mit EGPA. Die finde ich persönlich einfach großartig, weil da haben Sie halt alle Informationen über die EGPA und über HES. Sie haben einen Ärztefinder, weil wir sprachen vorhin darüber, welche Ärzte kommen überhaupt mit ins Spiel. Und das ist ja ein ziemlich großes Ärzteteam, was eigentlich zusammenarbeiten müsste im Idealfall. Und wie Sie aber sagen, die Rheumatologen stehen eigentlich drüber. So, wo finde ich jetzt aber den Rheumatologen, der sich halt auch mit dieser Erkrankung auskennt? Und das ist halt einfach natürlich perfekt, dass Sie da einen Ärztefinder bundesweit haben, Leben mit EGPA. Wir können das auch nachher gerne nochmal in den Chat reinstellen. Da finden Sie halt die Ärzte. Also es war mir nochmal wichtig, das halt auch zu kommunizieren, weil Frau Rentschwies, Sie sagten auch, es ist so schwierig, den richtigen Arzt zu finden. Und es ist es auch. Es ist wahnsinnig schwer. Und deswegen hilft das natürlich auch. Oder auch uns anzuschreiben. Wir haben den Kontakt jetzt hier zu den beiden Ärzten. Die könnten wir auch fragen, ob sie uns noch weiterhelfen können. Also, das wollte ich nur noch mal einmal kurz loswerden. Alle, die heute Abend dabei sind, auch sehr viele gucken sich im Nachhinein diese Veranstaltung an, nutzt diese Möglichkeiten. Wir sind heute sehr viel weiter als damals und leben mit EGPA. Wunderbare Informationsquellen des Ärztefinders und rund um die Erkrankung, auch bei uns bei NIC e.V. oder bei der Vaskulitis-Selbsthilfegruppe. Da sind wirklich die richtigen Ansprechpartner. Das war mir jetzt nochmal sehr wichtig. Und Frau Rentschkies, ist denn noch irgendetwas, was Sie den Zuhörern noch mit auf den Weg geben möchten? Also Ja, sonst würde ich nämlich den. gleich sagen, Entschuldigung, wenn wir jetzt gleich, also ich habe noch so ein, zwei Fragen, dass wir dann auch auf jeden Fall den Chat übergehen, dass Sie dann vielleicht nochmal diese Fragen mit uns gemeinsam durchgehen. Also ich möchte nur, also das, was mir auch immer geholfen hat, in dem Moment, wo es wieder ein bisschen besser war, wenn ich mal einen schlechten Tag hatte, dass ich doch motiviert bleibe und auch wenn ich weiß, dass die Krankheit selten ist, es aber immer weitergeht und jeden Tag bringt was Neues. Und ich bin auch immer bereit dazu, in der Uniklinik zum Beispiel, lasse ich auch immer das Blut von mir nehmen für Forschungszwecke. Wenn es da irgendwie weitergehen kann und ich das irgendwie unterstützen kann, dann mache ich das auch gerne. Und ja, man muss versuchen, so ein bisschen positiv zu bleiben. Das ist eigentlich der beste Weg. Und Dinge zu tun, die man eben auch gerne macht. Sport. Essen gehen, Freunde treffen, all solche Dinge.
Das ist sehr schön. Genau das ist es nämlich. Dann würde ich sagen, genau, die erste Frage war, hatten Sie gleich den richtigen Arzt gefunden? Ich glaube, das richtete sich ganz am Anfang an Sie, Frau Rennspies. Sie erzählten ja schon, dass Das es auch. ging alles, ja, es war über den Hausarzt und der war, das war einfach zu vielseitig. Also der hatte dann noch nicht so die Information und das hat eben ein bisschen gedauert, bis ich den richtigen. Und der Arzt ist auch nicht hier in meinem Ort, wo ich wohne, sondern da muss ich noch ein bisschen fahren. Gut, aber ich glaube, das ist auch zweitrangig. Also ich glaube, den richtigen Arzt zu finden, ist schon ein Segen. Und wenn ich dafür dann halt auch etwas länger fahren muss, ist es auch in Ordnung. Und ich finde auch so ein bisschen diese Erwartungshaltung, ich muss jetzt innerhalb von 3 Wochen einen Termin kriegen, den muss man auch so ein bisschen hinten anstellen. Ich warte lieber 3 bis 6 Monate und weiß, ich habe den richtigen Arzt. Und dokumentiere dann vielleicht noch sehr viel und stehe vielleicht im Austausch mit den anderen Ärzten. Das ist vielleicht nochmal eine wichtige Frage. Und dann, glaube ich, müssen Sie die Fragen durchgehen, weil sonst unterbreche ich immer wieder. Wie kann man sich denn jetzt am besten darauf vorbereiten, um zu Ihnen zu kommen, Herr Dr. Wagner? Was ist der optimal vorbereitete Patient, der zu Ihnen kommt? Also optimal ist sicherlich, wenn er alle Befunde, die schon erhoben sind, bei anderen Kollegen mitbringt, wenn er Arztberichte mitbringt, wenn bildgebende Verfahren gemacht worden sind, also Computertomographie, Kernspintomographie und ähnliches, dann freuen wir uns immer, wenn der Patient möglichst die Bilder auf CD gebrannt mitbringt, dass wir also nicht nur den schriftlichen Befund lesen können, sondern dass wir uns auch wirklich die Bilder selber angucken können und uns ein Bild davon machen können. Denn wir erleben es immer wieder, dass wir durchaus dann zu einem ganz anderen Ergebnis kommen als der ursprüngliche Befunder, der eben diese Erkrankung gar nicht auf dem Radar gehabt hat und dann natürlich den Befund in eine ganz andere Richtung gibt. Also ich glaube, das sind die wichtigsten Sachen, dass der Patient weiß genau, was er für Medikamente nimmt. Also das ist, erlebe ich leider im Alltag immer wieder, dass man Patienten fragt und sagt, hier, was nehmen Sie? Ja, keine Ahnung, das richtet meine Frau. Das heißt, in dem Augenblick kommt man dann natürlich schon so ein bisschen ins Schwimmen. Aber wie gesagt, diese ganzen Vorinformationen, das ist wirklich das Allerwichtigste für uns. Und auch vorbereitet sein. Und ich glaube auch, dass natürlich ganz wichtig die offene Kommunikation ist, wie immer im Leben. Und letzten Endes ist es eine Beziehung, die man mit seinem Arzt eingeht. Und man muss natürlich dann halt auch reden und kann nicht immer nur erwarten, dass einem geholfen wird. Man muss gegenseitig halt im Austausch stehen. Und das Wichtigste ist, vorbereitet zu sein, um die Zeit auch effektiv zu nutzen. Herr Dr. Bremer, haben Sie noch einen Tipp, was Ihnen besonders wichtig ist? Das muss ich nochmal unterstützen. Also Vorbefunde unbedingt, weil ich hatte das ja gesagt, es ist ein Puzzlespiel. Und wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich habe die und die Symptome und jetzt helfen Sie mir, das hilft keinem. Sondern es ist wirklich wichtig, alles mitzunehmen. Letztendlich haben die Kollegen vor einem auch schon gearbeitet. Es ist ja nicht so, dass wir die Einzigen wären, die das tun. Und letztendlich, je mehr Informationen wir haben, desto schlauer sind wir. Also wirklich auch alles schön sortiert, am besten mitbringen. Das hilft ungemein. Das muss man wirklich sagen. Das ist A und O. Und ja, Medikamentenpläne unbedingt wichtig. Jetzt hatte ich tatsächlich auch heute die Situation, dass mir noch nicht mal gesagt werden konnte, ob man Cortison nimmt. Wir hatten darüber gesprochen, dass das schwierig ist, dann die Laborwerte zu interpretieren, wenn man das gar nicht weiß. Das ist immer wichtig. Welche Medikamente nimmt man? Das ist natürlich essentiell. Zumal auch einige Medikamente, die EGPA, ich sag mal, imitieren können. Auch das muss man wissen. Es gibt ja auch viele andere Erkrankungen, die tatsächlich ähnlich aussehen können. Ich hatte jetzt hier im Chat zum Beispiel gesehen, dass die Diagnose zwischen HES und EGPA je nach Sichtweise des Arztes ständig wechselt bei einem Patienten. Das kann ich nachvollziehen, tatsächlich. Letztendlich ist ja der Titel dieser Veranstaltung auch EGPA und HES. Vielleicht da nochmal zurück. Das HES ist das hypereosinophile Syndrom, wozu auch die EGPA gehört, tatsächlich.
Das heißt, man findet einfach zu viele Eosinophile. Das sind ja diese Blutzellen. Und wenn wir keine Gefäßentzündung haben, dann redet man tatsächlich eher vom hypereosinophilen Syndrom. Und bei der EGPA, das ist einfach eine Gefäßentzündung. Und offensichtlich scheint es jetzt zum Beispiel bei dem Patienten so zu sein, dass man sich da noch nicht so ganz im Klaren ist, ob es wirklich eine Gefäßentzündung ist. Tatsächlich ist es heute so, dass wir in den meisten Fällen ähnlich behandeln. Deswegen ist es für den einzelnen Patienten vielleicht nicht ganz kriegsentscheidend, ob man das dann hypereosinophiles Syndrom oder EGPA nennt. Aber auch das sind so Dinge, die wir dann nicht selten an den Vorbefunden zumindest etwas besser schon definieren können. Ich persönlich bin eher strenger bei der Diagnose EGPA. Ich fordere auch immer die Gefäßentzündung tatsächlich, um diese Diagnose zu stellen. Ich weiß aber, dass da auch andere Rheumatologen etwas liberaler sind. Das macht aber in der Therapie wenig aus, das muss man sagen. Okay, das war nochmal gut, dass Sie das nochmal erklärt haben. Und wollen Sie, Herr Dr. Wagner und Herr Dr. Bremer, gegenseitig sich die Fragen eben einmal ne, vorlesen, dass wir das jetzt einmal zügig durchgehen können, weil es ist jetzt schon gleich 8:10 und ich würde mich freuen, wenn wir allen Fragen hier noch gerecht werden können. Ja, manche sind jetzt gar nicht unbedingt Fragen, sondern eher Kommentare. Aber ich habe Ja. ja noch eine wirklich klare Frage entdeckt. Kinderwunsch mit EGPA ist hier die Frage. Ich weiß nicht, wollen Sie was dazu sagen? Ja, kann ich gerne tun. Also ist natürlich, muss man sagen, es ist eine Systemerkrankung. Deswegen, das ist nicht ganz so einfach vielleicht wie bei anderen Erkrankungen, die wir auch viel behandeln hier. Aber prinzipiell ist es möglich. Das ist vielleicht vorneweg. Bei Kinderwunsch, bei rheumatologischen Erkrankungen ist immer wichtig, bevor jemand schwanger wird, muss die Erkrankung gut eingestellt sein. Das ist essentiell. Das wissen wir auch aus vielen Registerdaten. Wenn sie vorher gut eingestellt sind, dann läuft die Schwangerschaft einfach viel besser. Wir haben Medikamente, unter denen man schwanger werden kann. Und wir haben Medikamente, das muss man klar sagen, da wissen wir es nicht genau. Und es gibt Medikamente, da muss man sicher verhüten. Und sicherlich wird man versuchen, natürlich im Vorfeld dann auf ein Medikament umzustellen, unter dem man schwanger werden kann. Und da ist es vielleicht essentiell, dass der behandelnde Arzt, Ärztin vorher, unbedingt vorher schon da angesprochen wird, dass ein Kinderwunsch besteht und eben nicht, ich möchte morgen schwanger werden. Das wäre fatal tatsächlich. Das muss man auch als Rheumatologe planen tatsächlich. Im besten Fall, also ich kläre die Damen, die da sozusagen in dem Alter sind, immer auf ungefähr ein Jahr vorher Bescheid sagen, wenn das möglich ist. Ist nicht immer möglich, ist klar, aber ungefähr ein Jahr vorher mir Bescheid geben, sodass man schon mal sozusagen planen kann, eventuelle Therapieumstellung. Und es ist auch nicht selten so, dass man dann mal sagen kann, ja, dann kann das von mir aus sofort losgehen. Aber teilweise muss man eben auch Therapieumstellung machen. Und das funktioniert ja nicht immer. Nicht jeder verträgt jedes Medikament. Deswegen sage ich schon immer, lieber ein Jahr vorher Bescheid sagen. Als dass das dann holter die Polter gehen muss. Das ist wichtig, Macht ja da auch absolut engmaschig im Sinn. Austausch zu stehen. Gibt hier noch eine Frage. Jemand fragt nach dem Sinn von Gentests im Rahmen der Unterscheidung zwischen HES und EGPA. Ja, also aus meiner Sicht machen jetzt zumindest in der Routinediagnostik diese Gentests eigentlich keinen Sinn, zumal sie sehr häufig von den Krankenkassen auch gar nicht bezahlt werden und dann irrwitzig hohe Kosten entstehen. Was wir sicherlich bestimmen, sind bestimmte Autoantikörper. Vorhin war, glaube ich, schon mal ganz kurz die Rede von diesen sogenannten ANCARs. Und da muss man allerdings dazu sagen, dass die EGPA zwar formal zu diesen sogenannten Ankervaskulitiden gehört, aber nur so etwa 20, 25% der Patienten letztendlich wirklich
diese Ankers nachweisbar im Blut haben. Das heißt also, ein negativer Test schließt diese Diagnose definitiv nicht aus. Ein positiver Test macht die Diagnosestellung sicherlich etwas leichter, ja, weil man dann in diese Richtung gelenkt wird. Andere Gendiagnostik wäre mir jetzt nicht geläufig, was da sinnvoll sein sollte im Alltag. Es gibt ein paar Publikationen aus den letzten Jahren, die schon zeigen, dass man durch bestimmte, ja, ich sag mal, Genexpressionsmuster mit ja, bestimmte Subformen der EGPA unterscheiden kann. Aber das ist alles noch im Bereich im Moment eher der Wissenschaft, der Erforschung und noch nichts, was wirklich im klinischen Alltag angekommen ist. Und vielleicht auch insbesondere jetzt die Unterscheidung HES-EGPA, wüsste ich jetzt gar nicht, was ich da bestimmen soll an Gentests tatsächlich. Allerdings gibt es bei der Differentialdiagnose oder Erstdiagnose, wie man es denn dann sagen will, schon einige Genwerte, die ich zumindest immer mache, um andere ganz sehr spezielle HES-Formen auszuschließen. Das mache ich schon, vielleicht ist das gemeint. Aber so ein sozusagen, wenn wir jetzt nicht über also primär hämatologische Dinge sprechen, dann bestimme ich auch keine Genwerte tatsächlich. Bei der Differentialdiagnose, bei der Erstdiagnose bestimme ich schon einige Genwerte, weil wir wissen, dass das dann so ganz spezielle Subtypen vom hyperisonophilen Syndrom sein können, die man auch ein bisschen anders behandelt tatsächlich. Die würde ich aber gar nicht mehr rheumatologisch behandeln. Die gebe ich dann ab. Genau, dann ist noch die Frage vielleicht, ECP-Wert, eosinophiles kationisches Protein, bestimmen Sie das regelmäßig? Nee, also hat Klare fehlt mir. Ansage. Wie bitte? Klare Ansage. Machen Sie es? Ja, ich mach's, also letztendlich haben wir uns das mal angeschaut bei den Patienten und es geht schon relativ parallel zu den eosinophilen Parametern. Deswegen einen so richtigen Mehrwert habe ich da auch noch nicht erkannt. Manchmal mache ich es schon, wenn ich glaube, der Patient könnte einen Schub haben, aber die Eos sind in Ordnung und alles, dann mache ich das. Aber ich mache es nicht mehr routinemäßig tatsächlich, ja. So, wie würden Sie das sehen? Allergien, können die einen Schub auslösen? Ja, prinzipiell schon. Dadurch, dass ja eine der Bausteine der EGPA das allergische Asthma ist, kann ich natürlich auch schon durchaus über entsprechende, ja, Jahreszeiten, also jetzt gerade im Frühjahr, wenn massive Pollenallergien sind, kann ich natürlich erstmal das Asthma triggern und darüber auch durchaus mal Schübe der Erkrankung auslösen. Ja, wobei dann meistens die asthmatischen Beschwerden ganz im Vordergrund stehen, beziehungsweise eben auch die Sinusitis, also die Entzündung der Nasennebenhöhlen, also das, was die Leute dann so als Heuschnupfen bezeichnen, das ist dann meist so die führende Klinik dabei. Ja, dem würde ich mich anschließen wollen. Ich habe hier noch gesehen im Chat, ist es üblich, dass unter Mepolizumab noch 5 Milligramm Cortison dauerhaft behandelt wird. Da muss ich sagen, ich weiß nicht, wie Ihre Erfahrung ist. Jetzt hatte ich ja immer gesagt, wir wollen das Cortison wegnehmen. Dazu stehen wir auch. Allerdings gelingt uns das nicht immer tatsächlich. Gerade HNO-Trakt, Veränderungen oder Symptome führen dann doch häufig dazu, dass doch so eine kleine Dosis Cortison leider bei der Erkrankung dann doch noch gegeben werden muss tatsächlich. Da kann man tatsächlich viel versuchen, und man kämpft auch um jedes Milligramm, aber das ist leider eine der Manifestationen, die doch dazu führt, dass nicht selten doch kleine Mengen Cortison noch dazugegeben werden müssen. Letztendlich muss immer das Ziel sein, so wenig wie möglich. Aber ich habe auch einige Patienten, wo wir es dann wirklich geschafft haben, abzusetzen. Aber gerade der HNO-Trakt führt häufig dazu, dass man so kleine Mengen Cortison doch noch dazugeben muss. Ja, also wir kombinieren das Mepolizumab tatsächlich sehr gerne mit dem Methotrexat, und haben damit eigentlich ganz gute Erfahrungen, darunter auch tatsächlich vom Cortison wegzukommen. Also das Cortison ist für uns immer so das Notfallmedikament,
Und ich glaube, was auch ganz wichtig ist, das sage ich meinen ganzen Patienten, wenn ihr in Urlaub fahrt, es gehört eine Packung Cortison ins Reisegepäck. Auch wenn Sie es nicht regelmäßig nehmen, ein 100er-Paket mit 5 Milligramm Tabletten hilft einem weiter, denn nichts ist ärgerlicher, als irgendwo auf den Kanaren zu sitzen, einen akuten Schub zu haben und dann erstmal vor Ort irgendeinen Arzt suchen zu müssen, der einem Rezept ausstellt. Und es ist leichter, dann irgendwie Kontakt mit dem behandelnden oder betreuenden Arzt zu Hause aufzunehmen und zu sagen, hier, ich habe die und die Symptome, ich habe einen dringenden Verdacht auf einen Schub, was soll ich machen? Und der sagt einem dann, komm, jetzt pack die Packung Cortison aus dem Koffer und nimm von mir aus mal für ein paar Tage 20 Milligramm oder 15 Milligramm Cortison und dann reduzieren wir das relativ rasch und schleichen das aus. Ja, also deswegen, das Cortison sollte zumindest immer der Reisebegleiter sein, auch wenn man es hoffentlich nie braucht. Und das gilt auch nicht nur für diese Erkrankung, das gilt eigentlich gesagt für die meisten rheumatologischen Erkrankungen. Das würde ich genauso sehen, ja. Ja, dass man zumindest auch mit seinem Arzt spricht und auch die geplante Reise anspricht und sagt, das habe ich jetzt, das steht jetzt an und was raten Sie mir, was ich alles mitnehmen soll? Vielleicht gibt es sogar noch ein, zwei, drei andere Tipps, die dann der Arzt persönlich noch an den Patienten gerichtet hat. Ich würde gerne jetzt einmal sagen, dass wir ab jetzt keine Fragen mehr reinnehmen. Die letzte darf jetzt noch gestellt werden und ab dann ist Schluss, denn wir haben es schon kurz vor 8 und sind, glaube ich, noch zwei, drei Fragen im Chat drin. Na ja, gut. Herr Dr. Bremer, haben Sie das im Blick? Ja, ich suche hier gerade, entschuldigen Sie. Na, ich glaube, bei so ganz konkreten Sachen ist, glaube ich, schwierig, jetzt hier darauf zu antworten. Also, wie bekommt man wo eine Cannabisbehandlung? Wurde vom Rheumatologen empfohlen bei FMF. Na, jetzt werden die andere Erkrankungen noch mal besprochen. FMF ist tatsächlich noch mal eine ganz andere Erkrankung. Das familiäre Mittelmeerfieber. Ich glaube, da würde ich jetzt auch nicht primär an Cannabis denken, zumindest ich nicht. Ich weiß nicht, wie Sie das sehen, Herr Professor Bergner. Sie auch nicht, genau. Genau, also da würden wir eher andere Medikamente nehmen. Wie sollten die eosinophilen Werte unter Nucal, also unter Mepolizumab sein? Ehrlich gesagt sehen wir eigentlich meistens fast vollständig supprimierte eosinophilen Parameter, das heißt, sind kaum noch nachweisbar im Blut. Man muss allerdings feststellen, das wäre ja schön, wenn das so einfach wäre, die Erkrankung immer nur so zu kontrollieren, dass wir nur Blut abnehmen. Das ist ein Baustein wieder. Aber letztendlich sind die Eosinophilen im Blut sind überhaupt gar kein Problem. Die können da rumschwirren. Und es gibt auch tatsächlich Patienten, die haben ganz viele Eosinophilen und sind überhaupt nicht krank, sondern es sind die Eosinophilen im Gewebe, die das Problem sind. Und die können wir eben nicht so einfach messen. Ich gebe zu, nicht selten ist es natürlich im Schub so, dass die Eosinophilen auch im Blut steigen. Aber das gibt durchaus Patienten, die sehr, sehr niedrige Eosinophilen-Parameter haben und trotzdem eine Krankheitsaktivität. Und auch genau das ist das, was ich eben berichtet habe. Wir sehen tatsächlich viele Patienten, die haben, da ist alles in Ordnung, Eosinophilen gut, alles ist toll, nur der HNO-Trakt nicht. Und es ist paradoxerweise so, dass zumindest ist das mein Eindruck, die eigentlich primär gefährlichen Organbeteiligungen, die sind relativ gut und schnell zu behandeln. Und die etwas langwieriger sind und vielleicht akut weniger gefährlich, die sind dann häufig die Manifestationen, die die Patienten im Verlauf sogar quälen. Und wie zum Beispiel der HNO-Trakt. Und es ist eben schon so, dass wir nicht nur auf die Eosinophilen gucken, aber wenn wir unter Mepolizumab immer noch ganz viel Eosinophile sehen, dann ist im Normalfall irgendwas komisch. Und dann muss man, glaube ich, die ganze Diagnose nochmal neu aufrollen. Würde ich vollkommen zustimmen. Ich glaube, dann haben wir aber auch alles jetzt an wesentlichen Fragen aus dem Chat beantworten können.
Und ja, ich möchte mich recht herzlich bedanken. Ich fand es selber wahnsinnig spannend und interessant. Und auch die Teilnehmerzahl hat gezeigt, also wir hatten es auch noch bei YouTube Live übertragen. Wir hatten weit über 40 Teilnehmer, dass das ein wirklich wichtiges Thema ist, dass wir seltene Erkrankungen auch aufgreifen. Frau Rentschwies, ich möchte mich bei Ihnen bedanken, dass Sie sich hier so Cora-Publikum öffentlich präsentiert haben. Über Ihren Verlauf berichtet haben, dass Sie Ihre Mutmachgeschichte für uns geschrieben haben. Wenn die jemand noch nachlesen möchte, können Sie das sehr gerne auf unserer Seite tun, auf der NIC e.V. Seite. Und ja, ansonsten war es mir ein Riesenvergnügen, zwei solchen Experten zuzuhören. Es war ganz toll. Ich hoffe, dass ich Sie bald wieder gewinnen darf für eine weitere Veranstaltung. Und ich möchte jetzt alle Zuhörer motivieren, uns auch weiterhin fleißig zu folgen, unseren Newsletter zu abonnieren und nutzt tatsächlich auch die Seite Leben mit EGPA. Es ist wahnsinnig wertvoll, da reinzuschauen. Und ja, ansonsten möchte ich mich recht herzlich bedanken, dass wir so einen Abend umsetzen können, dank Unterstützung der Firma GSK und Siriderma. Mir ist aber ganz wichtig zu sagen, dass keiner der Firmen einen Einfluss auf die Inhalte der Veranstaltung hatte. Aber trotzdem ein herzliches Dankeschön für diese Unterstützung. Und nun möchte ich allen einen wunderschönen Abend wünschen. Wenn noch Fragen sind, könnt ihr mir im Nachhinein auch noch gerne direkt Nachrichten schreiben, wie auch immer. Und hoffe, dass wir durch eine schöne Sommerzeit gehen.